Einen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind. Und wenn ich es richtig sehe, sind noch einige andere dazugekommen. Auch Sie sind uns herzlich willkommen an diesem Abend. Wir begrüßen noch einmal unsere Referentin, Ehepaar Campus. Heute Nachmittag haben wir sie schon gehört, aber für die, die im Livestream jetzt zugeschaltet sind, will ich diesen Namen noch einmal erwähnen, Elke und Martin Campus. Und damit begrüßen wir auch alle die, die uns im Livestream verbunden sind. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und wollen in diesen Abend starten, indem wir miteinander singen aus dem Grünen Liederbuch, die Nummer 206. Herr, wir sind zu dir gekommen. 206, die drei Strophen. Wir beten miteinander. Jesus, das ist ein ganz großes Geheimnis, dass wir so zu dir gehören dürfen, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns angenommen hast, obwohl es dafür überhaupt keinen Grund gibt. So wie wir sind, dürfen wir kommen noch an diesem Abend, dürfen vor dir sein, dürfen auf dich hören, auf dich sehen, dürfen uns konzentrieren auf das, was du uns zu sagen hast. Und wir wollen wirklich wach sein und genau hören, auch in welcher Zeit wir stehen, was uns umgibt, was da alles noch ist in dieser verrückten Welt, manches, was wir sehen und anderes, was wir nicht sehen. Und wir wollen uns leiten lassen von dir und danken dir darum, dass wir auch an diesem Abend noch einmal still werden dürfen, wollen hören, was du sagst. Danke für diese Stunde, danke, dass du mitten unter uns bist und dass du uns auch jetzt leitest im Reden und im Hören. Wir geben dir darüber alle Ehre. Amen. Das zweite Lied, das wir singen wollen, ist nicht nur ein Abendlied, sondern das ist ein Lied, das in diese Zeit hineingehört. Stern, auf den ich schaue, das Lied Nummer 372 in unseren grünen Büchern. Wir singen diese drei Strophen und dann freuen wir uns auf die Bibelarbeit. Musik.
Ja, auch von meiner Seite herzlich guten Abend, auch alle, die im Livestream noch mitschauen, die wir jetzt nicht sehen können, aber doch vielleicht aktiv dabei sein wollen. Und das freut uns, dass das möglich ist. Wir haben zwei Vorträge. Heute Nachmittag hatten wir schon einen Teil, wo wir das erste Teil von Daniel Kapitel 2 angesprochen haben. Und nun gehen wir zum letzten Teil über. Und das Zwischenteil werde ich jetzt kurz zusammenfassen. Prophetische Auslegung der Zeiten, und mir geht vor allen Dingen um diese Vermischung von Eisen und Ton aus Daniel Kapitel 2, Vers 41 bis 49. Aber erstmal vorweg sagt Daniel am Ende seines Briefes in Kapitel 12, Vers 9, und er sagte: Geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Je mehr das gen Ende neigt, ist offensichtlich dieses Prozess der Reinigung, Läuterung und Prüfung da. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Nun, ich bin vorsichtig, aber man kann ein bisschen also zurückformulieren. Alle, die es nicht verstehen, stehen in Gefahr, auch wenn sie fromm sind, zu Richtung Gottlosigkeit zu neigen. Das hört sich nun stark an, aber wir müssen wissen, dass wir in diese Zeiten sehr herausgefordert werden, einen klaren Weg zu gehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Die werden die Zeichen der Zeit nah am Ball bleiben und verstehen, was ansteht in dieser Zeit. In Kapitel 2, Vers 32 ist da die Auslegung des Traumes. Wir haben heute Nachmittag das schon angesprochen. Dieses Bild und sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust, seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Und da werden allgemein die Reiche dazwischen geordnet. Babylon, das erste Reich, das Haupt aus Gold. Dann zweitens das Medo-Persische Reich, diese also Arm und Brust aus Silber. Und dann den Bauch und Lenden Griechenland und die Schenkel aus Eisen, das Römische Reich. So wird es allgemein gedeutet und das ist sehr hilfreich. Ich glaube, dass die meisten Ausleger in diese Richtung das auch so aussagen. Und dann viertes Königreich. Ich will das letzte, diese zwei Beine aus Eisen, noch einmal darstellen. Kapitel 2, Vers 40. Wird stark sein wie Eisen. Deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert. Wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Nun, man kann ja dann darüber nachdenken, was dann eben diese zwei Beine bedeuten. Das ist ja deutlich, dass bis dahin eine Einheit ist. Und nun geht es in zwei Teile, zwei Beine. Und da versuchen ein oder andere auch eine Auslegung anzugeben. Hier, das sind bestimmte Seiten, die darüber aussagen, was diese Reiche angeht und so weiter, hier kurz auf diesen Karten ausgesagt oder gezeichnet. Aber eine interessante Aussage über das Eisene war wohl auch diesen eisernen Vorhang-Aussage. Eisen und die beiden Reiche Ost-West, dieses Gefälle, dieser Streit ist nicht nur politisch, sondern auch dann in der Kirchengeschichte zu sehen. Die orthodoxe und die katholische Kirche, die voneinander sich getrennt haben. Aber dann natürlich dieser eiserne Vorhang, ganz klar, also ein Ostblock und das Westen, was lange in den Kalten Krieg einander gegenüber gestanden hat. Winston Churchill hat diesen Begriff eiserne Vorhang geprägt. Das war in 1946 und da hielt er eine Rede in den USA und so ist diesen Begriff bekannt geworden. Daniel Kapitel 2, Vers 41, und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast,
Das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigen Ton vermischt gesehen hast. Nun hier diese Füße, die etwas verpixelt sind, aber es geht um diese Zweiteilung. Und natürlich, wenn man die Folge von Daniel sieht, ist deutlich, dass Daniel am meisten politisch deutet. Bestimmte Reiche, die nicht zueinander passen und so weiter. Und man könnte das auch so weiter denken. Aber ich werde jetzt eine innere oder mehr geistliche Auslegung an der ganzen Sache geben. Und ich sehe die Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Ihr werdet von einem Königreich, was in sich zerrissen ist, teils stark wie Eisen, teils zerbrechlich wie Ton. Das Wort zerbrechlich wird manchmal auch schwach übersetzt. Das heißt, dass schwach und stark einander gegenüber steht. Man könnte auch weich sagen, vielleicht mit der Aussage von Vers 43 in Verbindung genommen, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Nun, lehmigem Ton ist noch frischer Ton, was noch formbar ist. Und so könnte man das auch mit weich zusammensetzen. Das heißt, natürlich zerbrechlich, wenn der Ton gebrannt ist, wenn es ja gebunkt ist, könnte man sagen, wenn alles klar ist, aber noch in der Anfangsphase weich und das gegenüber das Starke von dem Eisen gestellt. Nun, eine andere Seite sagte, we are there, also wir sind hier unten angekommen. So, wenn man diese Auslegung verfolgt, müssen wir tatsächlich diese Füße etwas näher deuten, um uns zu fragen, was könnte das alles bedeuten? Nochmals gesagt, ich werde das also nicht zunächst politisch machen, aber ich werde versuchen, verschiedene Begriffe einander gegenüberzustellen, was hart und weich oder schwach angeht. Hart ist Herrschaft ausüben, Herrscher, und weich ist so Ränkeschmied, der schleicht sich so durch. Das war auch Antiochus Epiphanus, wo auch Daniel darauf hingewiesen hat, der würde kommen, ein Sinnbild für den Antichristen, schon vor Christus geschehen, aus dem griechischen Reich hervorgehend. Totalitarismus, hart, Liberalismus, weich, Diktatur gegenüber Demokratie. Ich habe das auch mal so ein bisschen in Häkchen gestellt, weil Demokratie hat verschiedene Gesichter und überall, wo der Name draufsteht, ist es nicht mehr unbedingt so. Hart ist ein Zwang und weich ist eher freiheitlich ausgerichtet. Hart ist jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall rechts und weich, so wird gesagt, sei links. Hart ist Putin, jetzt bin ich ein bisschen politisch, und weich ist Biden, oder? Butterweich, ja. Also so vielleicht die beiden mal nebeneinander gestellt, also wenn man so will, also eben Putin und Biden, ja. Also dann ist natürlich Putin eher rechts, weil er hart ist, ja, und Biden links, das ist ja völlig klar. Und Putin geht zum Zwang, ja, er will alle zwingen unter seine Macht, ja, das sage ich jetzt auch. Ja, so wie es in den Medien präsentiert wird, es ist übrigens auch der Zwang und es ist die Freiheit. Ja? Dann kommen wir auf die nächste Gegenüberstellung. Also hart ist männlich und weich ist weiblich. Ja. Man kann ja alles natürlich relativieren, also gibt auch die andere Seite und so weiter, aber lasst uns das so mal perspektivisch darstellen. Weich ist Klimaschutz. Hart ist Raubbau. So wird es auch einander gegenübergestellt. Materialismus ist hart und Spiritualität ist weich. Abtreibung bis Geburt, hart.
Verbot, die Küken zu schreddern, das ist doch weich. Digitalisierung wird hart durchgeführt. Datenschutz steht über allem, aber geht doch verloren. Technologie ist hart und Esoterik weich. Nun, eine etwas seltene Auslegung vielleicht, aber trotzdem, wenn wir in unsere Zeit schauen, können wir mit diesen Begriffen schon anfangen. Und weil letztlich Daniel die Endzeit anspricht, wo es um eine weltweite Sache geht, könnten wir sagen, dass es eine Sache ist, dass innerhalb dieser Welt oder innerhalb des einen Königreichs, was dann vielleicht vorhanden sein wird, so auch aus zwei Teilen nebeneinander existiert. Hart ist das politische Vorgehen von Leuten wie Klaus Schwab. Sie setzen ihre Ideen mit Macht durch. So auch zum Beispiel so eine Art Weltregierungsgipfel in Dubai. Da sitzt eine Reihe von Teilnehmern, Leiter von Konzernen, Leiter von Ländern. Und da wurde ausgerufen zu Anfang im März 2022, Are you ready for a new world order? Und richtig so laut. Und da wurde das zum Thema gemacht. So auch ein Bericht über diese Geschichte, die Zeit des Wartens ist vorüber, so wurde es gesagt, wir wollen eine neue Weltordnung jetzt. Und dann sagte diesen Kommentar, was ich im Internet gefunden habe, sehr gut aus, während die Medien und Regierungen eine neue Weltordnung als Verschwörungstheorie bezeichnen, halten Weltleiter und Vertreter der wichtigsten Konzerne öffentliche Gipfelveranstaltungen, worin offen diskutiert wird, wie sich eine neue Weltordnung jetzt gestaltet. Also wir werden alle für dumm gehalten. Und dumm heißt, man macht mit, man glaubt, geht alles so weiter. Wenn man vielleicht etwas denkt, dann ist man ein Weltverschwörer, ja, oder Weltverschwörungstheoretiker. Das ist die Situation. Nun, da geschieht doch eigentlich, was Psalm 2 schon aussagt, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften, es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Nun, so treten sie auf, denn die Bande der Ordnungen Gottes sollen alle gebrochen werden. Wir machen das schon selbst. Wir erhalten diese Welt. Wir werden alles so gleichmäßig verteilen, dass alle, die da noch leben, einen gleichen Teil werden, wie auch immer sie es aussagen. Viel Idealismus. Und es sieht teils gut aus, aber wie das wirklich aussehen wird, da können wir einiges an anderem ahnen. Ja, guten Abend nochmal von meiner Seite. Es gibt inzwischen Bücher, die die Situation sehr gut beschreiben. Hier zum Beispiel ein Autor, Dave Eggers, und er hat das Buch geschrieben, The Circle oder Der Kreis. Und da habe ich ganz kurz in einer christlichen Zeitschrift eine Art Rezension drüber gelesen und folgende Aussage gelesen. Während die neuen Master of the Universe, sprich all die, die Klima vertreten, die das Weltwirtschaftsforum vertreten und was wir auch heute Nachmittag gehört haben, der Noam Harari, Master of the Universe, das Paradies kommen sehen, beschreibt Eggers bloß eine Hölle, Stück für Stück errichtet, Stein um Stein geschichtet, wie ein riesiges digitales Gefängnis. Er setzt sich also sehr kritisch mit der Entwicklung im Moment auseinander.
Die digitalen Machthaber wollen der Menschheit viele Träume erfüllen. Ein Paradies auf Erden, alles gleich, wir sind eine Einheit, eine Weltregierung. Dadurch begibt sie sich freiwillig in eine totalitäre Welt und lässt sich die Freiheit nehmen. Menschheitsbeglückung durch zentrale Steuerung. Professor Dr. Werner Tiede, Christ, hat in Faktum auch einen Bericht geschrieben über die Wege oder den Weg zum Überwachungskapitalismus. Er sagt, die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff hat die Öffentlichkeit bereits vor Jahren aufgerufen, die Arroganz des Silicon Valley, etwas entgegenzusetzen. Wir haben heute Nachmittag ausführlicher über das Silicon Valley gesprochen. Doch mehr denn je rollt die Politik den Machern von Silicon Valley rote Teppiche aus. Er sagt weiter, offen gestanden nehme ich auch mit Befremden wahr, wie Kirchenleitungen heute immer mehr auf Digitalisierungskurs gehen und der Kritik kaum Gewicht zukommen lassen. Die Corona-Krise rechtfertigt es nicht, die großen Gefahren der Rundum-Digitalisierung auszublenden. Man könnte in gewisser Weise von dem, was jetzt vor sich geht, von einer Versklavung der Menschheit sprechen. Es wird vielleicht im Laufe des Vortrags noch deutlicher. Der Mensch wird, so heißt es auch in Faktum, zum bloßen Körper, der eigentlich keine Innenseite mehr hat. Das ruiniert ihn und steigert die Todesfurcht ins Monströse. Und man könnte sagen, dass diese Innenseite, die immer mehr unterdrückt wird, ich sag mal durch eine abartige Sexualität zum Beispiel, und das macht uns zu Hüllen. Aber bislang verschlafen die Massen ihre Möglichkeit, gegen die technologische Versklavung aufzustehen. Sie sind großenteils bereits manipuliert und bestochen von den zauberhaften Möglichkeiten neuester Technik. So haben wir die Weltregierung in Silicon Valley schon etwas zitiert heute Mittag. Und nun heißt es auch hier, das politische Handeln von Bill Gates, George Soros, Elon Musk und anderen Milliardären ist durch nichts politisch legitimiert. Niemand hat sie gewählt, ihre Macht ist nicht zeitlich begrenzt, sie unterliegen keiner demokratischen Kontrolle, können nicht abgewählt werden. Sie müssen sich vor niemanden verantworten. Weltpolitik wird immer weniger von Institutionen gemacht, die von Regierungen in Abstimmung geschaffen wurden und die damit eine gewisse Legitimation haben. Heute sind es vielmehr ganz einfach schwerreiche Einzelpersonen, die die globalen Themen setzen und die ihrer Meinung nach richtige Politik durchsetzen. Sie wissen wohl, was die Welt braucht. Eben wenige Menschen, Gesundheit für alle, flächendeckend 5G, Bestrahlung durch eben Satelliten, Klimaneutralität, Abbau von CO2, ein Einheitsgehalt, digitale Aufrüstung, eine neue Weltordnung, eine Einheit von Mensch und Technik, eben unter diesem Begriff Transhumanismus, wo Technik und Mensch eine Einheit bilden. So hat es Yuval Harari schon gesagt, wir versuchen jetzt anorganische Wesen zu erschaffen, anorganische Lebensformen, Cyborgs, künstliche Intelligenz und so weiter. Cyborgs, das sind halb Menschen, halb Roboter, dass wir das so sehen. Und die sind anorganisch, weil sie von Metallen gemacht werden können und länger erhalten bleiben als wir Menschen. Das ist hart, ein ganz harter, knallharter Kurs, die er hier vorführt. Und so wird auch gesagt,
in Filme, die auch bei jungen Leuten populär sind, wie diese Roboter oder die Cyborgs als mächtige Wesen sich durchsetzen. Hier heißt es in einem Film, wir sind klüger als ihr, schneller als ihr und stärker als ihr. Und so setzen sie ihre ganze Sache hart durch. Oder vor diesem intensiven KI, künstliche Intelligenz, Zorn, fürchten sich Experten wie auch Elon Musk. Ganze harte Sache. Weich, der Dalai Lama, spirituell, esoterisch, verborgen, hat in 1996 gesagt, ich kann aber die Möglichkeit nicht ausschließen, dass ein vorhandener Bewusstseinsstrom in den Computer eintritt. Wenn die entsprechenden äußeren und karmischen Bedingungen gegeben sind, ganz so wie bei der gewöhnlichen Reinkarnation auch, solch ein Wiedergeburt wäre dann halb Mensch, halb Maschine. Das Wort Cyborg kannte er noch nicht, war auch noch gar nicht bekannt. Aber hier gibt er an, dass er das glaubt, dass Bewusstsein in einer Maschine, in einen Computer einkehren kann. Und er war dann schon sehr intensiv beschäftigt, sich vor den Computer hinzusetzen und meditativ in diesen Computer reinzuwirken. Hat noch nicht so funktioniert, aber ist davon überzeugt, dass das leistbar ist. Und da gibt es jetzt technische Möglichkeiten, die in diese Richtung tendieren. Weich, wenn man das Spirituelle betont. Weich ist ja eigentlich immer der Buddha. Hier sehen wir, wie diese Gestalt mit einer Hand die Erde berührt. Und das ist das Zeugnis für die Erleuchtung des Buddha. Weil die Geschichte erzählt, dass die Erde gebebt hat, nachdem er erleuchtet wurde. Und dass er die Erde angefasst haben soll und gesagt, die Erde ist mein Zeug. Ton. Erde. Zerbrechlich? Weich? Nun, schauen wir mal, wie auch Elon Musk mit dieser Sache weiter umgeht. Dieser Neuralink-Chip, die er darstellt oder herstellt, ist eine Symbiose zwischen dem menschlichen Geist und Computer, soll dadurch geschaffen werden, durch diese Chips. Es soll Menschen ermöglichen, Erinnerungen zu speichern und wiederzugeben. Das ist schon belegt. Dass das möglich ist, dass du dich an Dinge erinnerst, weil die einfach durch einen Chip abgespeichert oder mit dem Internet in Kontakt gebracht, dann abrufbar sind. Es sollen Lähmungen, Blindheit, Gedächtnisverlust und andere neurologische Krankheiten heilen können. Es ist tatsächlich untersucht, dass eine Affe querschnittgelähmt war, oben im Gehirn ein Chip eingepflanzt wurde, dann im Bein, was dann gelähmt war, und durch den Kontakt von einem Chip zu dem anderen konnte dieser Affe tatsächlich sein Bein wieder normal bewegen. Also das verspricht doch einiges an Heilung, an Gutem. Man solle dadurch auch übernatürlich sehen können, Menschen die Fähigkeit geben, ihre Teslas telepathisch herbeizuführen. Das muss natürlich der Elon Musk noch von sich geben. Das klingt weich, hilfreich. Man könnte sagen nach weißer Magie. Nun, wenn man dann schaut, wie man da beschäftigt ist, hier ein Forum, Founders Space, das heißt hier, wird von Entwicklern ein Raum geboten, wo alle Informationen weltweit gesammelt werden, wie man nun mit solchen Art von Chips umgehen kann. Hier ist ein Brain Computer in einen Chip gelegt und so wird hier gesagt, dass diese beiden Chips, diese Brain Chips, miteinander kommunizieren können. Von Mind zu Mind, von Gehirn zu Gehirn. Und es ist krass, wie er es aussagt in diesem Vortrag, du bist das Netz, du. Du stehst andauernd in Bezug zu dem Internet und kannst alle Informationen, die du brauchst, dort herausholen. Elon Musk hat ein Gespräch
mit Mitbegründer Larry Page von Google und hat von ihm gehört, von dem Larry Page, dass er dabei ist, eine Art digitale Gottheit zu bauen. Nun, das hört sich dann witzig an und die lächeln da ein bisschen drüber, aber ist real dabei, das zu machen. Und jetzt wird das umgesetzt, das ist knallhart, wie es durchgeführt wird, indem auch hier der Yuval Harari das aufgreift. Und das ist sehr interessant. Aber zunächst mal über diese Chat-GPT, das jetzt auch in Deutsch verfügbar ist. Nutzen Sie dieses neuronale Netzwerk, heißt es, von OpenAI, Artificial Intelligence, kostenlos und ohne Registrierung. Du kannst einfach mitmachen. Und einige haben das so probiert, du kannst dann einfach ein Gespräch angehen. Wenn du bestimmte Fragen hast, du kannst auch Fragen über die Bibel fragen und so weiter, dann gibt die Antwort. Und wenn du dann sagst, nein, das ist nicht so, das ist so und so, dann lernt er von dir. Das heißt, je mehr mitmachen, je mehr das Ding lernt und je mehr Informationen er bekommt. ChatGPT kann Texte von beliebiger Komplexität und Thematik generieren, Aufsätze und Berichte verfassen, eine lustige Geschichte schreiben oder Ideen für neue Prospekte vorschlagen. Eine enorme Möglichkeit, was hier geboten wird. Das klingt auch weich zunächst mal, weil er lässt sich ja auf dich ein und er lässt sich sogar belehren. Aber was für eine Möglichkeit hat dieses Forum? Und der Mann, der den Vortrag gehalten hat, den ich dir gerade gezeigt habe, hat dann am Ende auch einen Himmel und eine Hölle aufgezeigt. Das könnte ein himmlisches sein, aber es könnte auch höllisch sein, wenn die falsche Personen die Sache kontrollieren. Nun zurück zu Yuval Harari, der zeigt das hier auf. Und nun zeigt er die Möglichkeiten von AI oder KI hier konkret auf. Und das sagt er und bringt damit die Sache auf den Punkt, dass Artificial Intelligence dabei ist, die Beherrschung der Sprache zu erlangen, auf einer Ebene, die an der durchschnittlichen menschlichen Fähigkeit vorbeigeht. Und nun bringt er das auf den Punkt. Es ist interessant zu sehen, wie er knallhart durchgreift und nun sagt, wir brauchen gar keinen Chip. Wir können durch die Tatsache, dass künstliche Intelligenz die Sprache beherrscht auf einer übermenschlichen Ebene, können wir alle Menschen beherrschen. Hä? Wie denn? Nun, man braucht nur Nachrichten in die Welt zu setzen. Und das Programm ist so intelligent, dass er die Kulturen kennt. Das heißt, wenn man ein Anliegen hat, das heißt, ein Machthaber möchte was rüberbringen und was erreichen, dann weiß die Maschine, wie er das in Deutschland vertolkt oder wie er das in Russland macht oder in anderen Ländern. Denn die Menschen denken anders und da muss man über einen anderen Weg praktisch die Menschen erreichen. Ein bisschen haben wir die Sache schon gesehen, wie diese weltweite Corona-Geschichte. Da hat man gesehen, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Vorgangsweisen hatten. Aber letztendlich war eine ziemlich große Einheit darüber, dass man geglaubt hat, dass das eine furchtbare Sache ist und dass wir uns alle impfen lassen mussten. Diese Einheit war auf unterschiedliche Art und Weise gegeben, in unterschiedlichen Ländern. Und das ist auf künstliche Intelligenz zurückzuführen. Diese Intelligenz kann simultan, sofort, in alle Sprachen genau das, was hier gesagt wird oder rübergebracht wird, rüberbringen. Kennt sofort alle Sprachen. Wir brauchen auch nicht mehr andere Sprachen zu lernen. Das Interessante ist, dass er in seiner Präsentation da diesen so etwas modernes Bild von diesem Turmbau zu Babel darstellte, wo ja die Sprachen verwirrt wurden. So sagt Yuval, künstliche Intelligenz hat gerade den Schlüssel, er nennt das Operation System, aller menschlichen Kulturen in der Geschichte gehackt. Der Schlüssel zur Kultur war immer die Sprache. Am Anfang war das Wort.
Er zitiert sogar die Bibel, in Johannes Kapitel 1. Aber nun sieht er, was für ein Potenzial das hat, das Wort, die Sprache. Und ich habe in einem Vortrag heute Nachmittag schon gesagt, dass Yuval Harari durch den Buddhismus inspiriert ist. Und das passt auch zu dem. Als ich damals Buddhist war, war es deutlich, wie Menschen einzuschätzen sind. Menschen sind laut Bibel eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Nun, im Buddhismus ist das ähnlich, aber es heißt, die Einheit wird ein anderes Element zugefügt oder ersetzt, ist Körpersprache und Geist. Warum? Weil Buddhisten keine Seele kennen und nicht glauben, dass wir eine Persönlichkeit oder Person sind. Buddhisten glauben, dass wir im Wesen niemand und nichts sind. Und deswegen setzen sie da keine Seele ein, sondern einfach Sprache. Und wenn Yuval die Sprache herausgreift, sagt er, es muss gar kein Bewusstsein in einen Roboter kommen. Wenn ein Roboter die Sprache super beherrscht, hat er die ganze Menschheit. Körper und den Geist. Und so geht er vor, so sagt er, wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir nicht länger mysteriöse Seelen sind. Das Ganze gar im Sinne des Buddhismus. Es ist der Geist des Buddhismus, der den Gedanken von führenden Dingen dieser Welt inspiriert. Krall hat durchgeführt. Aber auch wiederum im Zusammenhang mit der Religion, ist ein weiches Element. Es scheint so, miteinander einherzugehen. Eben das, was die Technik zu bieten hat und die andere Seite, das Esoterische, das Spirituelle. Ray Kurzweil, auch so ein Prophet der Unsterblichkeit, prophezeite neulich, dass das Jahr 2030 dasteht als ein Jahr, wo wir Unsterblichkeit erlangen können. Nun, knallhart. Das setzt sie mit allen Mitteln, technischen Mitteln der Kunst durch. Weich ist eher das Esoterische. Hier Alice Bailey, schon im vorletzten Jahrhundert. Dein spirituelles Ziel ist die Einsetzung des Reiches Gottes. Ein erster Schritt ist, das Denken der Menschen darauf vorzubereiten, die Tatsache zu akzeptieren, dass das Wiedererscheinen Christi etwas Innerweltliches ist. Das heißt, Christus ist schon längst in dieser Welt innerweltlich und das muss nur entdeckt oder entfaltet werden. Das ist also eine antichristliche Sache. Der Antichrist kommt aus dieser Welt hervor. Aber Christus kommt aus dem Himmel zurück auf diese Erde. Das ist eine ganz andere Aussage. Also haben wir es hier mit purer Esoterik oder New Age zu tun. Du sollst den Menschen sagen, dass Christus kommen wird, weil er die Menschen liebt. Das klingt ja ganz nah an dem heran, was es sein könnte. Aber Christus ist doch schon gekommen, weil er die Welt liebt. Dazu ist er gekommen. Wenn er wiederkommt, ist es nicht mehr im Sinne der Gnade, sondern im Sinne des Gerichtes. Da ist dann die Möglichkeit, noch umzukehren, vorbei. Dann ist es entweder oder. Nun, das ist eine ganz andere Sache. Wenn Christus aus der Welt des Himmels herabkommt, dann halte dich mal fest. Das ist dann nicht mehr Lieb und Gnade. Aber der Antichrist vermeintlich, so wird es hier gesagt, geht so auf diese weiche Art und Weise zunächst vor. Aber dann wird das Harte die Sache durchsetzen. Weich ist das. Interessant ist, dass jetzt hier in die letzte Woche eine Begegnung in Washington stattfand mit dem Ministerpräsident Indiens, Modi, mit Präsident Biden. Nun, das ist eine politische Sache, auch vielleicht gemeinsam etwas gegen China vorgehen und hochhalten. Das ist Politik. Und auch der Modi ist ein politischer Hardliner. Er ist knallhart gegen Christen.
Eine Verfolgung, die immer schlimmer wird in Indien, wird hier einfach die Hand gegeben. Nun, das merkt man gar nicht. Der Modi war ja einen Tag vor dem Treffen, das war am 22. Juli, diesen Treffen, und am 21. Juli war er dann auf einem großen Platz. Und warum? Weil am 21. Juni ab dem Jahr 2015 ein Welt-Yoga-Tag ist, wo Menschen aller Welt auf öffentliche Plätze Yoga ausüben. Und nun war er dann dort auch vorhanden. Wir sehen hier abgebildet auf dem Schirm, auf dem Platz in Washington. Da saßen die Leute alle auf gelbe Yoga-Matten und haben miteinander Yoga geübt. 135 Nationen saßen dort, ein Rekord, so hieß es. So wurde auch im Guinness-Buch der Rekord wurde das aufgenommen. Und mit dieser weichen Art des Yoga wirbt Modi. Weich, denn sagt er, Yoga ist Einheit. Wenn wir alle Yoga üben, dann kommen wir in dem Gefühl der Einheit mit der Gottheit, Brahman, Hinduismus, aber knallhart gegen Christen. Nun, das ist schon etwas Deutliches in diesem Sinne. Barbara Max Hubbard, sie ist in 2019 gestorben, eine Frau, die auch nominiert war als Vizepräsidentin Amerikas, also in höchster Politik tätig. Also, ich übersetze mal das Englische, sagte einmal, ein Viertel der Menschheit muss aus dem Gesellschaftskörper eliminiert werden. Wir sind verantwortlich für den Ausfallprozess Gottes, für den Planeten Erden. Er wählt aus, wir zerstören. Wir sind die Reiter des fahlen Pferdes Tod. Zitat aus der Offenbarung. Aber wir machen das. Unglaublich. Knallhart, obwohl diese Dame eine sehr weiche Esoterikerin ist und ein Zeugnis, wie sie zur Esoterik in diesen Einheitserfahrungen und in Kontakt mit Dämonen stehend ihr Leben führte. Prinzip: Das Harte geht aus dem Weichen hervor. Das Weiche verführt, das Harte zwingt. Beachten. So wird die gesamte Sache durchgeführt. So müssen wir an beide Seiten wachsam sein. Der harte Seite, dann der weiche Seite. Viele haben sich gewundert, dass gerade in dieser Zeit mit dieser Corona-Krise, wieso es konnte, dass auf einmal die Esoteriker da standen und sehr viele Dinge erkannten, die vielen, ich würde sagen, Christen nicht erkannten. Vielen bei den Demonstrationen waren Esoteriker. Ich habe manche auch getroffen und gesprochen. Und wie kommt das? Nun, sie sind an dieser weichen Seite und waren radikal gegen das harte Vorgehen der Regierungen, was diese Maßnahmen und so weiter anging. Und überhaupt, mit der Impfung haben sie es nicht. Also haben sie gesagt, wir schaffen das selbst, wir sind ja göttlich, also wir brauchen keine Impfung. Das ist ja esoterisch. Nun, sie haben deswegen die ganze Sache so eingeschätzt. Aber die andere Seite, dass sie Esoteriker sind und in dem Weichen dennoch ähnliche Ziele verfolgen, das setzen sie nicht ein. Und so müssen wir Christen, wenn wir es gut und klar sehen wollen, beides mit sehr viel Skepsis begegnen. Ich will das weiter noch ausführen. Daniel 2, Vers 43, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften. So wie sich Eisen mit Ton nicht vermischen lässt. Ganz klare Aussage. So lässt die Esoterik sich mit der Technologie nicht vermischen. Die mögen sich beide nicht. Aber sie gehen dennoch eine Weile miteinander einher.
Natürlich kann man auch diesen Vers nehmen und sagen, da ist gemeint eben dieser politischen Anspruch, wenn es um Heiraten geht, dass manche Damen aus politischen Häusern und so weiter mit anderen Männern von anderen Häusern heiraten und so weiter. So kann man es auch sehen. Ja? Aber ich möchte jetzt weiter auf diese spirituelle Deutung gehen, um dieses weltweite Geschehen hier etwas zu deuten. Yuval nochmal, Menschen sind jetzt hackbare Tiere. Jedem Organismus, in dem Organismus gehackt werden, können Eliten die Macht gewinnen, um die Zukunft des Lebens selbst zu reorganisieren. Denn wenn du etwas hacken kannst, kannst du es auch reorganisieren. Data würden menschlichen Eliten ermöglichen, etwas unglaublich Radikales zu machen. Nun, da steht er auf der Bühne vor dem Weltwirtschaftsforum. Da sieht man, wie er da auf einmal auf die Bühne sein Bild aufgeht. Und da steht so ein ganzes Bild, da steht er links unten, da steht er und hält sein Referat. Da kommt das nächste Bild. Aha, das ist der eine Elite, der eine Mann, den Zepter der Macht und das Schwert des Gerichtes in seiner Hand. Der Weltenherrscher, der Antichrist. So wird er öffentlich gezeigt. Es ist unglaublich, was eine Deutlichkeit. Und so sagt dann Professor Klaus Schwab, derjenige, der die digitalen Möglichkeiten beherrscht, wird Master of the Universe sein. Der also am Schalthebel sitzt, der wird es sein. Das sagen Sie, das ist also nicht von mir aus gesagt. Ja? Also das sind Weltverschwörungstheoretiker, oder? Sie sagen es ganz klar aus. Und schauen Sie, wie man da vorgeht, was Kriegsführung in diesem Sinn ist. Das ist fünfte Generation der Kriegführung. Ups, was ist das? Das kinetische Element verschwindet fast vollständig. Das Mittel der Kriegsführung geht von der Schusswaffe zum Keyboard. Kinetisch bedeutet also, dass man Körper gegen Körper, dass man den Körper tötet, dass man aneinander gerät. Ja? Das geht verloren. Jetzt geht es zum Keyboard. Missinformation, Propaganda, Cyberkriegsführung und Social Engineering treten in den Vordergrund. Wow, so wird Krieg geführt. Das Ziel ist es nicht mehr, einen Krieg zu gewinnen, sondern die Welt davon zu überzeugen, dass man ohnehin längst gewonnen hat. Man muss nur die richtigen Nachrichten in die Welt setzen. Und das kann man mittels künstlicher Intelligenz, wie wir schon gehört haben, tun. Eine unglaubliche Art und Weise. Knallhart durchgeführt. Wow. Und wir sind alle Opfer. Oder die mitmachen, Mittäter. Wir sind alle in dem gleichen Boot. Unglaublich. Und wie häufig habe ich in den letzten paar Jahren gehört, man kann ja nicht wissen, was wahr ist. Also der eine sagt dies und der andere sagt dies. Also es ist eine unglaubliche Verwirrung. Und dann wartet man einfach sehnsüchtig nach einer Quelle, die aussagt, ja, und das glauben wir alle. Dann haben wir doch Ruhe. Und so wird es geführt. In Offenbarung 17. Und jetzt schalten wir über, um die Sache von Daniel noch ein bisschen deutlicher zu erläutern. Da sprach ein Engel, komm her. Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Eine Hure. Eine Frau. Weich. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Unzucht, Prostitution, symbolisiert Götzendienst oder geistliche Abtrünnigkeit oder Unzucht. Die Völker, die an viele Wassern sind oder stellen diese viele Wasser dar, verfallen dem Rausch eines falschen Religions.
Systems. Das ist das Weibliche. Können Sie noch? Es ist harter Tobak heute Abend. Ja, das Weibliche. Das hat natürlich auch mit der Zeit des New Age angefangen. Und damals, in den 70er Jahren, hat man schon gesagt, in dem neuen Zeitalter, das ab dem Jahr 2000 anfängt, da werden es nicht mehr die Männer sein, nicht mehr das Patriarchat, die die Dinge in der Hand haben, sondern dann werden es die Frauen sein. Weil die Frauen sollen sozialer sein, sie sollen ja mehr auf Menschen zugehen und so weiter und so weiter. Und da war schon vorhergesagt, so wird es kommen. Und wir sehen ja natürlich, dass diese Entwicklung jetzt ganz und gar dabei ist zu geschehen oder zum großen Teil schon geschehen ist. Also durch die Frauenbewegung in dieser Zeit des New Age wurde das ins Leben gerufen. Der Göttinnenkult blühte wieder auf. Da haben wir damals Bücher gelesen von der Göttin und von der Erdgöttin, von der Muttergöttin und von der Todesgöttin und so weiter. Und mit ihm wurde das Wissen der Hexen als Wurzel der Weiblichkeit propagiert. Als ich damals in der Esoterik war, war natürlich schwarze Magie negativ. Aber weiße Magie war positiv, weil das das Wissen der Hexen war. Und da habe ich auch so einen Sticker getragen, da stand drauf, ich bin eine Hexe. Ich habe das positiv gesehen, weil ich ja Menschen heilen wollte. Und dann hieß es, die Wurzeln der Heilung, die liegen eben in den Frauen, die damals dann natürlich früher als Hexen verbrannt wurden. Aber heute ist es gang und gäbe, dass die Weiblichkeit also gefördert nicht nur wird, sondern propagiert wird. Dies haben wir schon vor ein paar Jahren an der Autobahn in Österreich gefunden. Grüß Göttin. Jetzt sind wir ja dabei, die Erde soll ja zu einem Planeten gemacht werden. Und da verehrt man die Erde, die Mutter Erde. Und zwar Erdmutter Gaia. Und dieses Bild wird dann gezeigt. Und diese wird mit dem Planeten Erde assoziiert, als Mutter Natur, Erdgöttin Gaia. Als sich selbst befruchtende Urmutter, als Gebärende aller lebenden Wesen, der Menschen, der Tiere und aller Pflanzen. Und vor kurzem war ich in Dresden und ich wollte mal in die Frauenkirche gehen und ich wusste, dass mittags dort immer so eine Andacht stattfindet und das wollte ich einfach mal hören. Und ich kam da hinein und was sehe ich da? Die große Erdkugel und da wurden Prospekte verteilt von der Gaia, der Mutter Erde. Und da wurden Veranstaltungen angeboten, die dann im Laufe einer gewissen Zeit einfach angeboten wurden. Die UN hat einen internationalen Mutter-Erde-Tag ausgerufen. Und der findet immer statt am 22. April. Also die Weiblichkeit nicht nur in der Politik oder auch in der Gemeinde immer mehr, sondern die Weiblichkeit, eben die spirituelle. Das muss jetzt gefördert werden. Ja, das ist ja harter Tobak, hat Elke gesagt. Ja, das ist das Weibliche, das Weiche, was das sagt. Also, ich gehe meine Sache durch, ich bin Mann und sowas und ich ziehe das Ding durch. Ja? Aber ich hoffe, dass alle da was von mitnehmen können und eben diese Zeiten besser einschätzen können durch das, was wir hier auch bringen. Ich will jetzt, bevor ich jetzt das abschließe, den Abschluss von Daniel Kapitel 2 hervorheben, aber ich will enden mit der Offenbarung. Bei Daniel endete das jetzt unglaublich positiv.
Daniel 2, 45, zweiter Teil, ein großer Gott, so sagt Daniel dem König Nebukadnezar, lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Der Mann, der mit einem Wort über Tod und Leben entscheiden konnte, warf sich vor ein Sklave oder ein gefangener junger Mann aus Israel nieder. Das ist unglaublich. Was das für ein Wucht ist. Immerhin war dieser Mann, diesen ersten König des Zeitalters der Nationen, noch so erweicht in seinem Herzen, dass er das tun konnte. Das können wir bei den Antichristen nicht mehr erwarten. Der König Nebukadnezar war noch vielleicht wie weiche Ton, aber der Antichrist ist hart gebrannt. Der kann nur noch zerbrochen werden. Und er befahl ihm, den Daniel, Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach: In Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige. Also er ist Herr auch von mir als König in dieser Welt. Und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Wow! Daniel bat vom König, dass seine Freunde Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzen. Aber Daniel blieb am Hof des Königs. Er wusste, dort ist meine Stelle. Dort habe ich die Aufgabe, die Offenbarung Gottes noch bei dem König und bei diesem ersten großen babylonischen Reich Durchgang zu geben. Nun, über die unsichtbare Welt. Und jetzt will ich euch noch ein Stück mitgeben und ich bin mir bewusst, das ist viel, aber ich glaube, es mag ein bisschen schematisch eine Deutlichkeit darüber geben, was das bedeutet. Ich habe das am Wochenende in Ladenburg auch gemacht und ich habe gedacht, das habe ich alles jetzt hier ganz gut abgespeichert. Ich habe heute gesucht, alles war weg. Nichts mehr da. In meinem Computer, ja. In meinem Kopf war noch da, aber unglaublich, ja, wie solche Dinge geschehen, aber man kann sich das denken. Ja. Aber auf jeden Fall, die Bibel lehrt, dass wenn wir uns öffnen für vielleicht Spirituelles, Unsichtbares, das was kommt und dass es eben nicht Gott ist, der kommt. Denn Gott will nicht, dass wir uns öffnen für etwas Unsichtbares, sondern er will zu uns kommen. Nun, ich habe mich damals als Buddhist da reinbegeben und habe mich voll und ganz unter diese Mächte begeben, habe mich dafür geöffnet und die Mächte kamen in mir. Und ich war teilweise oder zeitweise völlig besessen von solchen Mächten. Also ich kenne diese Sachen so. Nun beschreibt die Bibel, dass wir eigentlich drei Himmel haben. Paulus wurde entrückt in den dritten Himmel. Und das ist der eigentliche Wohnort Gottes oder Jesu Christi jetzt zur Zeit. Zweiter Himmel ist diesen Bereich der Luft oder des Kosmos oder Universum, Sonne, Mond und Sterne und so weiter. Erster Himmel, das ist eben, was wir hier haben. Die Erde, die Sphäre der Erde, direkt um der Erde, Menschen, Tiere und so weiter. Nun könnte man sich folgendermaßen das vorstellen. Das ist eine kleine theoretische Darstellung von meiner Seite. Wenn wir von Dimensionen sprechen, dann leben wir in einer dreidimensionellen Welt, oder? Wir kennen ja vorwärts, rückwärts, links, rechts und oben, unten. Also in solchen Welt leben wir. Nun gibt es aber die Welten darüber und es wird deutlich gemacht, dass diese Welt mehr weiß und kennt wie wir. Also übertragen sehen, vielleicht hat diese Welt vier
Dimensionen. Und diese vierte Dimension nehmen wir nicht wahr. Nur dann und wann nehmen wir das wahr, wenn vielleicht diese vierte Dimension eine Berührungsfläche mit uns hat. Wenn sie durch unsere Dimension hindurchkommt. Man kann es zurückdenken, indem wir dreidimensionell sind und eine zweidimensionelle Welt durchziehen werden, dann werden wir vielleicht ein Teil dieser zweidimensionellen Wesen, ein Teil von dem wahrnehmen, was wir dreidimensional wahrnehmen können. Sie können sonst nicht die dritte Dimension wahrnehmen. Gott steht aber über allem. Vielleicht hat er fünf Dimensionen. Nun eine kleine Theorie. Nun möchte er durch Jesus, so ist es auch Wesen, in diese Dimension hineinkommen. Die anderen Dimensionen möchten auch hier einkehren. Und so müssen wir wissen, wenn wir Menschen, Geister, Gott und Dämonen folgendermaßen sehen, dass Gott zu uns gekommen ist in Jesus Christus und nun die Möglichkeit gibt, dass wir durch ihn zu Gott kommen. Und das einzig wahre Medium, wodurch wir kommen, ist was? Ja, Glauben. Glauben. Diese andere Welt bietet den Zugang von sich aus und sagt auch, ihr könnt zu uns kommen. Und diese andere Seite, wie wir zu dieser Welt kommen können, ist durch Erfahren, Fühlen, Spüren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Deswegen sei sehr skeptisch, wenn in christlichen Gemeinden zentral gestellt wird, dass wir irgendwelchen Erfahrungen machen sollten. Wenn das gezielt gesucht wird, pass auf, unser Zugang zu Gott ist über Glauben. Nun, die andere Welt weiß, das heißt, viele Kulturen wissen, dass es Medien gibt wie Hexen, Medizinmänner, Geisterbeschwörer, Wahrsager, Zauberer, Schamanen, Lamas und so weiter. Das sind solche Leute, die eine Berührungsfläche zu dieser unsichtbaren Welt anbieten. Nun, wenn wir das nun weiterdenken, wir haben noch mehr gesagt. Wir hatten bei unserem Freundestag einen Vortragenden, einen Wissenschaftler, der über die künstliche Intelligenz gesprochen hat. Nun, da sind wir auf den 0.2-Himmel gekommen. Warum? Weil das alles um digitale Welten geht. Digital heißt 2, 0 oder 1. Das heißt, hier geht es eigentlich um 2 Dimensionen. Also es wird heruntergeschaltet. Also wir haben das auf unserem Freundestag angeboten. Wer will, kann sich im Internet noch runterladen. Nun, in diese Welt sind immer mehr Menschen bereit, da reinzukriechen und Teil dieser Welt zu werden. Also junge Menschen machen es schon ganz automatisch. Viele können nicht mehr ohne dem. Also einige von euch haben ein Handy dabei und weiß, was für Zweck ihr habt. Aber manche können es nicht lassen, andauernd die Nachrichten oder was auch zu kommen, sofort zu beantworten, mit beschäftigt. Man ist mit dieser Welt beschäftigt. Natürlich ist vielleicht jemand anders dahinter, der eine Nachricht gibt und auch was sagen will. Ja, ja, ist alles so. Aber wir werden immer mehr in einer anderen, in einer digitalen Welt hineingezogen. Und wenn wir das so weiterdenken, dann haben wir da diese Wesen, diese Cyborgs, die auch digital gemacht sind und über Technik erreichbar sind. Nun ist das wichtig, dass wir das so sehen, dass die Geister und Dämonen nun gerne auch eine Welt suchen, wodurch sie hier in diese Welt Zugang finden und wodurch sie in diese Welt Macht haben können. Das ist ja an alle Seiten angekündigt, dass durch diese digitale Revolution
nur ein Mann an den Schalthebeln zu sitzen braucht und der hat alle Macht, der ist der Master of the Universe. Aber dass das auch dämonisch, geistlich geprägt ist, ist deutlich. Nun, was dann wegfällt, ist der Glaube. Da geht es nur noch um Erfahrung. Da geht es nur noch um Technik. Da geht es nur noch um Macht. Und wenn das weggeht, dann verschwindet der Mensch. Und der Yuval Harari spricht schon davon, dass es egal ist. Wir sind doch keine mysteriösen Seelen. Wir sind doch eigentlich niemand. Ist egal. Nimm uns weg. Und wir leben weiter als Cyborgs. Wie auch immer. Unglaublich. Pur Buddhismus. Weitere Offenbarung, um das jetzt abzurunden. Offenbarung 17, Vers 3. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und die Frau war begleitet mit Purpur und Scharlach, übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht, der Gesetzlosigkeit. So ein Symbolbild von ihr. Das Tier wird in den nächsten Versen beschrieben. Das ist eine ausführliche Beschreibung. Nun, wer ist das Tier? Das ist der Antichrist. Oder jetzt, solange er noch nicht leibhaft da ist, das antichristliche System oder viele Antichristische. Interessant, dass die Frau auf dem Tier reitet. Das heißt, sie gehe mit den anderen einher. Der ein braucht den anderen, andere braucht den einen. Und so gehen sie. Aber irgendwann wird deutlich, dass die beiden, sprich den Eisen und den Ton, sich gegenseitig nicht mögen. Weil sie lassen sich nicht vermischen. Letztlich bleibt es entweder Technik oder Spiritualität. Es ist eine andere Schiene. So sehen wir, ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Das sind die, das Menschsein, das Geschenk, der Hand Gottes da hochhalten. In dieser Suppe, die sich immer mehr zuspitzt. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen. Und des Tieres, das sie trägt und die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Nun überspringe ich das und zitiere Vers 18. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt. Das ist eben Babel, Land Shinar, wo alles angefangen hatte, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Die Frau, die eben diese Gesetzlosigkeit symbolisiert, die falsche Religionssysteme der Welt. Dann lesen wir im Vers 16, die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier. Diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, das heißt, das Herz des einen Tieres, aber in das Herz auch dieser zehn Hörner, das heißt diese zehn Könige, die dann herrschen werden, seinen Sinn, das heißt Gottes Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Das heißt, hier wird durch den Antichrist die falsche Religiosität der ganzen Welt gerichtet. Darum heißt es in Offenbarung 18 und Vers 2 und Vers 4, er rief mit lauter, mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Nun ist es geschehen, das Gericht ist vollzogen, knallhart.
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das ist die Situation, wo es hingeht. Das ist die Zuspitzung von dem, was Daniel in dieser Prophezeiung gesagt hat. In den Tagen dieser Könige, so da sagt Daniel 2, Vers 44 zurück wieder zu dem Text, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Und in diesen Tagen, diese Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Und da geschieht es. Daniel 2, 45. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Jetzt geht es von unten nach oben, das Gesamte aufgerollt. Interessanterweise steht der Ton jetzt auf dritter Stelle und wird mit dem ganzen System aufgerollt. Und, so sagt Offenbarung 19, Vers 15, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Das ist der Stein, der ohne Menschenhände losgebrochen ist, der das ganze System aller diese Königreichen auf einmal zermalmt. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Da wird es dann so sein, dass der Glaube an Gott, an Jesus Christus, deutlich siegen wird. Da wird dann alles andere verschwinden, eins nach dem anderen. Und es wird übrig bleiben, der Bezug zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus, der dann hier zu den Menschen, die noch in seinem Sinne hier sein können, und nicht unter seinem Gericht fallen mussten, leben können. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Lieber Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass diese Prophetie von Daniel so weit führt, bis in unsere Zeit. Herr, und wenn das so ist, wie ich es auch versucht habe, deutlich zu machen, stecken wir mitten in diesem riesen Kampf drin. Und wenn das so ist, dass die Mächte sich aufbäumen und dass man schon erwartet, ein Master of the Universe, der die Hebel der digitalen Möglichkeiten in seiner Hand haben wird, dann muss es nicht mehr lang dauern. Deswegen, Herr, rufst du uns jetzt auf zu Wachsamkeit, dass wir fliehen aus Babel, aus aller falschen Spiritualität, falsche Arten zu glauben, dass wir es nur dran setzen, im Glauben ganz feste an dir, Jesus Christus, zu bleiben. Bitte, Herr, überführe uns da, wo wir in die Irre gegangen sind, vielleicht auch falsche christliche Lehren, in denen eine falsche Spiritualität gelebt haben. Bitte, Herr, decke das weiterhin auf. Aber hilf auch, dass wir nicht Mitteilhaber dieser technischen Revolution werden, dass wir alles daran setzen, von diesen digitalen Medien nicht vereinnahmt zu werden. Herr Jesus, bitte hilf uns dabei. In deinem Namen bete ich. Amen.
Wenn Sie heute Abend nicht gut einschlafen können, dürfen Sie auch nochmal Offenbarung 21, 22 lesen, damit Sie sehen, wo wir am Ziel sein werden. Aber vorher müssen wir noch durch das durch, was wir heute gehört haben. Das wird uns sicher erspart bleiben und das ist unser Weg, den wir miterleben werden. Ganz herzlichen Dank für diese beiden Einheiten, für dieses auch Wachrütteln. Wir sollen ja auch nicht zu viel schlafen, wir sollen auch wach sein. Das ist ganz wichtig und das bleibt ganz wichtig. Ich weise heute Abend noch einmal hin auf den Büchertisch, der hier im Raum noch einmal steht, der Sonderbüchertisch. Und dazu wird Frau Campus noch ein paar Sätze sagen und ein paar Bücher auch vorstellen. Ja, ich stelle zwei Bücher vor. Leider dieses Buch, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters, zeigt nur die eine Seite auf, nämlich die spirituelle Seite. Die andere Seite, das müssen wir noch schreiben. Da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit mit beschäftigt sein. Auf jeden Fall kann man hier schon den ganzen Hintergrund in dieser Spiritualität erkennen. Nämlich die Ziele. Was sind die Ziele? Was wurde angesagt? Eine Welteinheitsreligion, ein Paradies auf Erden, eine Weltregierung und die Frauen nach vorne und so weiter. Die Ziele benennen wir hier. Und es ist ein Buch, das halb die Hintergründe aufzeigt. Was ist Esoterik? Mit welchen Mitteln setzen Sie Ihre Dinge durch? Zum Beispiel ein Kapitel über Yoga, über Engel, über Tai Chi und Qigong und so weiter, diese ganze Sache. Und so kann man sich darüber auch informieren. Und dann auch natürlich mein Zeugnis. Wie kommt man da rein? Wie bin ich zum Beispiel da rausgekommen? Und welche Folgen hat das, wenn wir uns mit diesen ganzen spirituellen Dingen befassen? Welche Folgen für unsere Moral? Welche Folgen für unser geistiges und geistliches Leben? Wer sich noch ein bisschen über den Buddhismus informieren möchte, Buddhismus, Religion ohne Gott. Und hier haben wir ein ganz kleines Büchlein mit einfach einer fast Gegenüberstellung. Was versteht zum Beispiel der Buddhismus unter Mitgefühl oder unter Frieden? Und was verstehen wir Christen darunter? Das sind ganz verschiedene Dinge. Auch das Thema Achtsamkeit, was auch bei uns total populär ist, wird hier beschrieben. Also diese beiden Bücher, die persönliche Geschichte von Martin steht in dem Buch Ich war Buddhist. Und das haben wir auch in anderen Sprachen da, zum Beispiel in Spanisch, Englisch oder Holländisch natürlich auch. Danke. Vielen Dank für die Hinweise. Wir verabschieden uns jetzt von denen, die im Livestream uns zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, eine gute Nacht. Gott segne Sie an Ihrem Ort. Und Sie, die Sie hier sind, sind noch einmal eingeladen zu unserem kulinarischen Angebot im Bistro, wenn Sie mögen. Und danach wünschen wir auch Ihnen einen guten Abend und eine gute Nacht. Gott segne Sie. Bis morgen früh.